Aber nicht so. So nicht, mein Freund. So nicht. Das war schon gut. Du hättest jetzt nur noch durchhalten müssen. Hättest du das getan, wäre alles gut gewesen. Ja, wärst du nicht gegen den Baum gefahren, wäre auch alles gut gewesen. Du musst es immer wieder selbst versauen, ne? Und wunderst dich dann, dass du stirbst. Puppy da hinten, die regt sich auch auf, dass sie überhaupt Snowboard fährt. Oder Ski oder was auch immer. Ja. Rodeo 360 Japan. Ich weiß nicht, was Japan bedeutet, aber es scheint irgendwas Gutes zu sein. Matsch! Da hing er da in den Hölzern. Oh Mann, 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 doch. Ja, vielleicht sollte ich öfter mal die Sprungtaste drücken. Es hat eben doch schon ziemlich geholfen, dass wir über den Berg hinweggesprungen sind, nachdem wir davor gelandet sind. Ja, nee. Oder auch nicht. Ich habe das Gefühl, das ist wirklich nicht verkehrt. Warum kriege ich die Punkte eigentlich nicht mal gut geschrieben? Das verstehe ich nicht. Warum? Immerhin ist er doch sauber gelandet. Er ist dann bloß irgendwo gegengefahren. So wie jetzt. Habt ihr es gesehen? Und ich habe die Punkte nicht bekommen. Obwohl er ja erst noch gefahren ist. Das war doch schon ganz nett. Und jetzt noch hier hinten den Rest der Punkte holen. Ach, hör auf, dich zu beschweren. War einfach. War doch gut. War doch okay. Komm, komm, komm. Ja, weiter und hier hoch. Sehr schön. Läuft. Immerhin. Silbermedaille haben wir. Damit hören wir auf. Den Rest mache ich privat. Auf geht's an die Wand. An die Wand. Nein, die Wand ist bloß ein Gebiet, wo wir dann ein bisschen durch die Gegend fahren können. Das brauche ich nicht unbedingt. Extreme Rider, das sieht schon wieder anders aus. Die Zähne des Trolls. Da sollen wir mit dem Paraglider irgendwo lang. Ich hoffe, wir sollen keine Zwischenpunkte irgendwie bekommen. Doch, sollen wir. Verdammt. Okay, Kontrollpunkt gehört mir. Hätte ich das vorher gewusst. Ich bin gleich nach unten gesegelt. So, wenn man nämlich den linken Stick gedrückt hält, dann ist es so, als würde er anhalten. Und damit kann man dann auch anhalten. Runter. Und dann geradeaus. Sehr gut. Nächster Punkt. Da müssen wir auch wieder weiter runter. Nicht zu weit. Oh, verdammt. Es muss doch klappen. Zähne des Trolls, ja. So ungefähr kommt es mir auch vor.
Das kommt gut, das kommt gut, das kommt sehr gut. Wir müssen bloß noch ein bisschen tiefer. Und durch. Sehr schön, der nächste Kontrollpunkt ist hier vorne. Voll gegen, aber wir haben den Kontrollpunkt. Sehr schön, weitermachen, einfach weitermachen. Aufstehen! Challenge abgebrochen, ja. Leck die Kuh. So, schön tief absinken. Tiefer. Das war knapp. Und den Kontrollpunkt trotzdem nicht erwischt. Es ist doch zum Kotzen, verdammt. Was ist denn hier heute los? Ich krieg das nicht hin. Habe ich die ganze Zeit keine Probleme gehabt. So, schön außenrum. Nein, ich will nicht zu hoch. Ich muss hier durch. Oh! Ich glaub's nicht. Ich glaub es nicht. Ich krieg nicht mal die ersten beiden Kontrollpunkte hin. Das ist so zum Heulen. So, und jetzt aber. Oh, das war zu doll. Das war doch zu doll. Stunden später. Na komm, einfach durch. Oh. Nicht mal das schaffst du, nicht mal das schaffst du. Du solltest doch geradeaus weiter. Warum hast du das nicht gemacht? Ja, weil ich ZL gedrückt habe, das ist mir schon bewusst. Aber egal. Ich drücke mittlerweile auch schon nach vorne, um überhaupt nach vorne zu kommen. Aber dabei fliegt man eigentlich, wenn man nach vorne drückt, nach unten. Was hier gar nicht so verkehrt wäre. Aber ich treffe das trotzdem nicht. Wenn er sich wenigstens beeilen würde. Schneller, schneller. Mit dem Parkleiter ist man immer so übelst lahm unterwegs. Übelst lahm. So, ich fahre jetzt außen rum. Noch tiefer. Okay. Wenigstens haben wir es bis hierher geschafft. Kontrollpunkt geschafft. Oh. Wieder nach oben. Wir müssen durch die Zähne des Trolls auch durch. Und jetzt zur Ziellinie. Schaffe ich. Nur geradeaus. Da lasse ich mich jetzt auch nicht von abbringen. Einfach rein. Wir müssen nicht diese Kreiselbewegungen fliegen. Na also, geht doch. Super Goldmedaille. Der letzte Rest war Pipifax. So, das können wir auch gleich entdecken. Dann wieder aufs Bergpanorama. Überall das New-Zeichen wegmachen. Das ist jetzt besonders wichtig. Freeride-Rennen. 2 Minuten 28. 1 Minute 25, um Gold zu erwischen. Auf geht's. Oh nein. Musste ich jetzt hier oben draufstehen? Ich sehe überhaupt nichts. Ey, das ist so doof, dass man die Kamera nicht steuern kann. Jo. Sieht toll aus. Hast du super gemacht. Okay, auf geht's. Immer nur der Strecke nach. Theoretisch könnten wir abkürzen. Machen wir auch.
immer geradeaus. Mit jede Menge Power. Und da ist sie. Ich sehe sie schon. Ja, geschafft. Das war nicht schwer. War ja auch leicht, ne? Sehr, sehr gut. Da haben wir die nächste. Mittlere Gipfel Basislager. Da muss ich jetzt im Moment nicht hin. Aber hier will ich hin. Wir haben jetzt 12 von 14 Challenges freigeschaltet. Je mehr Gold wir machen, je mehr Erfahrungspunkte wir sammeln, desto mehr Challenges werden wir freischalten. Crowrider, 49 Sekunden, mittlerer Schwierigkeitsgrad und einfach runterfahren. Oh, einfach runterfahren ist nicht. Sehe ich jetzt erst. Das ist ja schon wieder mit irgendwelchen Kontrollpunkten. Okay. Interessanter Ort freigeschaltet, aber leider nicht beim ersten Versuch geschafft. Egal, der interessante Ort gehört schon mal uns. Aua. Neuer Versuch. Ich will nicht an irgendwelchen Bäumen hängen bleiben und solange ich auch nicht irgendwie merke, dass ich Probleme bekomme durch Bäume, werde ich auch nicht anhalten. Aber wenn das so läuft, ne, sonst kann er auch immer wunderbar an den Bäumen vorbeifahren. Aber jetzt hängt er sich an jedem einzelnen Baum auf. Es ist furchtbar. Komm schon, wir müssen schnell sein. Das ist schnell, das ist sehr schön. Komm weiter. Kommt nämlich der andere schon. So, hinter uns lassen. Und gegen einen Baum gegenfahren, das ist immer am besten. Ich mache jetzt einfach mal die Strecke erst zu Ende und dann können wir immer noch gucken. Oh, nee, aber nicht, wenn ich fünfmal gegen Bäume gegenfahre, das ist mir zu doof, ehrlich. Der nimmt einen Baum nach dem anderen mit. Kaum ist er aufgestanden, nächster Baum. Hat noch nicht mal an Geschwindigkeit gewonnen, Hauptsache gegen Baum gegen... Und hinlegen. Hinlegen kann er auch richtig gut. Das ist nicht schlimm. Doch, es ist schlimm. Du kullerst wieder stundenlang. Anstatt einfach wieder aufzustehen, weiterzumachen. Jetzt sind bloß 49 Sekunden und nicht mal die kriege ich hier. Auf dem Surfboard, wollte ich gerade sagen. Auf dem Snowboard. Erledigt. Komm weiter. Powerbanga, würde ich sagen. Ja, steh auf, fahr weiter. Das ist cool gemacht hier.